Ihr seht richtig, mal wieder Squid Game. Wir sind gefangen und versuchen für über 40 Millionen V-Bucks, also so mäßig 40 Millionen V-Bucks, vielleicht 500, die 6 Spieler aus der Netflix-Serie Squid Game zu besiegen. Und ob wir es schaffen werden, das werdet ihr heute sehen, Freunde. Und falls nicht, dann sind wir tot. Jetzt lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir starten rein ins erste Spiel. Nein, ich bin hier im Bettentraum. Oh mein Gott, Digga. Und alle haben die Klamotten an. Wir sehen da hinten schon. Hier, Nummer 1. Digga, der ist ein bisschen jünger geworden. Und da hinten sehen wir auch schon, Digga, die ganzen Särge, wo die Leichen dann reinkommen. Und das erste Spiel beginnt, glaube ich, jetzt auch schon sofort. Cashpool ist noch bei 0 Millionen Dollar. Let's get in! Okay, das erste Spiel beginnt. Red Light, Green Light. Wie funktioniert das? Was müssen wir machen? Oha, Digga, diese... Oha, geht jetzt krass aus, Digga. What the fuck, Alter, die Wände. Aber wie funktioniert das jetzt? Nicht, dass ich lasse die anderen vorlaufen. Ich mach gar nichts. Ich bleib erstmal schön hinter der Linie. Die anderen sollen mir zeigen, wie das geht. Okay. Oh, Ton! Oh, was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, was ist das? Oh! Das ist der Übelintens. Okay, sie macht mal schneller, mal langsamer. Es ist wieder einer gestorben. Nicht bewegen. Mein Herz. Ich will, ich habe unnormal Angst. Oh mein Gott. Die, auf einmal macht die das wieder schneller. 40 Sekunden noch. Komm, langsam. Okay, wenn ich jetzt eigentlich nur noch langsam laufe und ganz mit Bedacht. Ich gehe sogar früher zu Ende. Also ich höre sogar früher auf zu laufen. Okay. Oh mein Gott, ich gucke direkt in die Augen. Kleiner... Komm, ich sehe die Linie vor mir. Oh, let's go, Digga. Oh mein Gott, einer. 10 Sekunden hat der. Und er hat es auch geschafft. Oh mein Gott, okay, die ersten Leute sind durchgekommen. Mein Herz. Boah, okay, das war schon echt intens. Und da oben, der Kasten füllt sich, Freunde. Ihr seht schon, wie viel Para da drin liegt im Schwein. Und das zweite Spiel beginnt somit direkt. Boah, jetzt steht da Cashpool 70 Millionen, weil noch... 7 Spieler übrig sind. Honeycomb? Wie haben die denn das umgesetzt? Okay, wir sind jetzt bei dem Süßigkeiten, beim Karamellspiel. Das haben wir auch in Real Life gemacht, Freunde. Check gerne das Video ab vor ein paar Tagen. Freunde, ich weiß, ich habe schon mal Squid Game gemacht, aber die Map ist so krass. Ich habe gesehen, es gibt so viele heftige Maps momentan. Ich wollte unbedingt eine von denen spielen. Ihr seht den Code oben, spielt gerne selber. Okay, los geht's. Was müssen wir machen? Nein, wir müssen... Wir müssen hier drauflaufen und ganz schön balancieren. Oh mein Gott, was? Einer ist schon gestorben und jeder hat eine andere Form bekommen. Ich habe den Regenschirm bekommen. Wollen die mich verarschen? Ich krieg den Regenschirm? Okay, einer ist schon am Regenschirm gestorben. Wir haben noch einen anderen hier. Und der macht das ganz gut, Digga. Bruder, wenn ich hier runterfalle, ich weine. Nein, mit Sprung. Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft, Bruder. Renn vor. Okay, weiter geht's, weiter geht's. So krass umgesetzt. Also ich muss sagen, Freunde, das passt auch richtig zu der Nadel und so, dass man das so langsam machen muss. Da ist ein Timer. Oh mein Gott, sprinte. Das war gerade riskant, Digga, aber ich hab's geschafft. Mach schneller. Da ist ein Timer. Oh, nice, Bruder. Wir schaffen es einfach. Wir haben es geschafft. Und wir haben hier noch ein paar andere. Boah, es sind viele gestorben. Es sind echt viele gestorben. Wir sind nur noch zu viert. Ich glaube, im ersten Spiel sind am meisten Leute verreckt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar. Weiter geht's ins nächste Game. Oh mein Gott. Lights out. Achso, die Lichter gehen aus? Wie? Wie die Lichter gehen aus? Hör mal auf, hier mit Lichter gehen aus, Digga. Ey! Okay, also im Film hätte ich das so gemacht, Freunde. Ich wäre hier hingegangen. In der Serie hätte dich keiner gefunden, wenn du hier hingehst. Aber vielleicht ist das hier anders. Okay, Lichter gehen aus. Warum gehen die Lichter jetzt aus? Was wollen die von mir? Oh, spitze. Da kommt sogar so ein Ding ins Herzschlag. Hör auf! Nee, fasst mich an! Wird irgendwer geklatscht? Nein, ich glaube, jeder ist friedlich, oder? Da oben sehen wir einen mit Batman-Symbol. Hier hinten ist noch einer, den habe ich gerade gesehen. Ja, ja, Bruder, den habe ich gesehen, Digga. Bleib fern! Komm hier nicht näher! Na, ah, geh weg, Digga! Hau mal ab! Nein! Wann endet die Nacht, Digga? Wann ist das Licht wieder an? Hört auf, nicht klatschen, hört auf! Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Okay, wir warten einfach, bis das Licht wieder angeht. Okay, das Licht wieder an.
Oh mein Gott, Digga, was war das? Du Kleine, wer hat mich da verfolgt? Wer von euch war das? Die Frau war das nicht, aber einer von euch beiden. Der, ne? Okay, Bruder, dich kriege ich gleich, Digga. Nächstes Spiel. Okay, oh, Tug of War. Okay, Freunde, Tau ziehen. Ab geht's. Bruder, ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel hier umsetzen soll in Fortnite. 5, 3, 2, 1, go. Was zu machen? Ah, einfach, okay, einfach drücken. Bruder, ich will, dass du jetzt so hart da drück mehr! Drück mehr, Mann! Mehr, da muss mehr kommen. Warum verschwindet dieses ganze Zeit? Man muss einfach immer woanders hin drücken. Hört auf. Stopp. Nein. Ey, ich mein's ernst. Das ist kein Spaß gerade. Ich kann nicht mehr ziehen. Oh, wir haben die runter. Wir haben die runtergehauen. Ich hab gar nichts mitbekommen. Holy shit. Okay, und jetzt sind wir zu zweit? Zu zweit im Brückenspiel? Wie soll das denn bitte jetzt funktionieren, Bruder? Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Glass Stepping Stones. Okay, wir sind zu zweit. Dann, ich wünsche dir viel Glück, Abi. Vielleicht kommen wir gleich nochmal hier an. Wenn wir jetzt sterben sollten, dann werden wir nochmal ein bisschen hinspielen und haben vielleicht einen anderen Finalisten hier. Weil, Freunde, ich will das letzte Game auf jeden Fall auch noch machen. Und wir sind gerade nur zu zweit. Deswegen, das kommt auf jeden Fall auch noch. Okay, Bruder, du darfst schön vorgehen, Digga. Du darfst schön den ersten Schritt machen. Wie kann man das denn unterscheiden? Also, ich würde dir als Tipp geben, spring einfach durch. Eigentlich will ich nur, dass du das testest, ob das funktioniert. Was? Hä? Was? Wie? Das kann doch nicht sein, soll ich mal links probieren? Ne, im Endeffekt ist alles links falsch. Okay, ich mache einfach das nach, was er gemacht hat. Vielleicht fällt es erst runter, wenn man drauf stehen bleibt. Das habe ich mir auch in der Serie gedacht. Oh mein Gott. Ey, ich will echt gerne wissen, wie das aussieht, wie es kaputt geht, ne? Aber ich will nicht draufspringen, ich habe Angst. So, und wir sind wieder hier drin. Immer noch zu zweit. Das heißt also, wir haben das Finale komplett hier. Dann entscheidet sich jetzt im Tintenspiel, wie man... Wie haben die das umgesetzt? Das war doch das letzte Spiel, Octogame. Okay, und wie funktioniert das jetzt? Oh, was? Hä? Was ist das? Hä? Wollt ihr mich... Nein! Wie? Das ist ja voll... Ey, das ist ja Rotz, Alter. Das ist ja... Bruder, nein. Also, so verliert man, indem man außer... Ich hätte nicht nach außen laufen sollen. Ja, okay. Es ist im Endeffekt einfach ein Spitzhackenfight. Es ist einfach ein Spitzhackenfight. Oh mein Gott. Bruder, ich bin außerhalb von der Zone gelaufen. Stellt euch mal vor, einfach 30 Millionen Euro sind weg, weil ihr einfach so blöd... Oh mein Gott. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Wir haben Squid Game gespielt und die Map ist absolut heftig. Danke an meine Bauteam, die mir die Map vorgeschlagen haben. Grüßt gerne raus. Übrigens, wenn ihr euch bewerben wollt, dann macht's gerne in den Kommentaren. Keine Ahnung, ich weiß selber nicht, wie man sich bewirbt. Bis morgen. Man sieht sich um 16 Uhr. Haut da rein. Ciao.